So, und weiter geht's in einer neuen Runde von Trackmania. Wie ist das Spiel nochmal? Okay. So, und diesmal werden wir die Leute hier aber abziehen. Das verspreche ich euch. Und nein, nicht Fabian fährt, ich fahre immer noch. Was war... Ja, ich wusste nicht, was dieses Blau auf dem Boden war. Ich dachte, man muss da drauf fahren. Naja, egal. So. Und wir haben gerade ausgemacht, dass jeder mal... Also, dass wir gleich mal abwechseln. Und, ja. Dann sehen wir mal die kleinen Klassenunterschiede, die sich da aufgetan haben. Wow, das ist mir viel zu schnell hier. Alles... Du kannst mir nicht verraten... Du kannst mir doch nicht sagen, dass sie das ohne Fehler schaffen. Nee, ich glaube das nicht. Das ist das. Wenn du gute Zeiten haben willst, musst du das bei jedem Rennen schaffen. Ohne Fehler. Ja. Glaube ich nicht. Also ich kann das nicht glauben, dass man hier ohne irgendwie einmal was falsch zu machen irgendwie das schafft. Das ist nicht schwierig. Wenn ich dich jetzt angucke, dann mache ich einen Fehler. Ja. Danke. Du hast mich nicht angeguckt. Doch, habe ich. Nein, das war nicht. Doch. Na, erst mach den Fehler. Nein, davor auch. Aber egal. So. Oh, der scheiß Switzerland, das war natürlich ein Scherz. Yay. So. Alter, was ist das denn, ey? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, was? Der Beste hat eine Zeit von 1,19, ne? Ja. Das heißt, ich werde irgendwas mit 3 Minuten haben. Gibt es eigentlich eine richtig kurze Strecke hier irgendwie? Ja, ich hatte meine, die ging nur 10 Sekunden. Wer hat gewonnen? Ich. Mit einer ziemlich guten Zeit. 10 Sekunden. Von der Weltzeit her und so. Ja. Aha. Hast du auch schon mal eine eigene Strecke gemacht? Nein, ich bin da nicht wirklich gut und ich hab's mir eigentlich auch nicht ausprobiert, aber. Denn, woher weißt du denn, ob du gut bist? Oder schlecht? Ja, nee, ich mach's halt nicht gerne so mit. So. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja, hast du. Kann ich noch weiterfahren? Oh, komm, diesmal schaffe ich es aber. Ja. Die ersten 10 Sekunden habe ich schon mal überlebt. Ja, gleich kommt ein Fail von mir. Uhu. Yeah. Oh. Ich könnte das vielleicht. Nein! Ja, so viel dazu. Ach, komm. Diesmal schaffe ich es aber. Oder? Ja, er sagt jetzt irgendwelche unverständlichen Worte, die man gar nicht hören möchte. Die sind auch nicht so ganz jugendfrei. Nein, Scherz. Ja, jetzt lacht er sich einen ab. Ja, jetzt wird er lachen, ne? Aber diesmal schaffe ich es, Und die Musik ist auch so geil. Wow. Alter. Nein, wow. Ja, diesmal könnte es aber was werden. Wie viele Leute sind eigentlich in der Lobby? 12, oder? Gut, und es haben 7 Leute eine Zeit. Das könnte theoretisch diesmal was werden. Das sage ich zwar jede Runde, aber egal. Ich sehe schon, wenn ich davon Let's Play machen würde, ich würde nur abfallen. Aber man muss auch sagen, die Leute, die hier spielen, die müssen nicht kommentieren. Das ist ein Unterschied. Ja. 3 Minuten. Oh, schaffe ich das noch? Ja? Sicher? Also da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Na gut, wenn du es sagst, dann schaffe ich's. Aber ich muss schon sagen, das Spiel macht eigentlich schon Fun. Kann man eigentlich auch irgendwie grob fahren oder sowas? Naja. Ich glaube, ich sollte mich mehr konzentrieren, oder? Bevor ich hier noch ganz abfehle. Wenigstens eine Zeit. Ich glaube, jetzt darf ich nicht mehr nochmal neu machen, oder? Okay, jetzt sollte ich nicht mehr auf ganz Neustart machen.
Ja, ja. Wow. Ich hab die Taste. Scheiße, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich weiß nicht, ob. Naja, ich schaff das nicht im Leben in 2 Minuten. Oder? Oh. Nadeo, oder? Da stand's schon wieder. Wie werden eigentlich die Server hier gehostet, frage ich mich gerade. Naja, egal. Nadeo. Ich stehe ja überall Nadeo. Und diese Runde könnte auch was werden. Ich hoffe es mal. Nee, das fackel ich jetzt wahrscheinlich. Oder auch nicht. Alter. Nein! Scheiße. Toll, das schaffen wir nie im Leben. Ach komm ey, Niederlande. Mach mich jetzt hier nicht zum Affen. Oh. Vorhin sah es eigentlich ganz gut aus. So. Und sauber. Jetzt wieder hoch. Sauber, Alter. Also man muss schon sagen, man wird immer besser. Kommt wirklich, glaube ich, auf die Spielzeit an. Wow. Sauber. Und jetzt hier rauf. Alter. Alter, ich ist so Adrenalin hier gerade. So. Oh, Alter. Nein, oh. Ey, komm. Ey, noch 10 Sekunden. Ey, wenn wir das schaffen, ne? Alter, ich raste aus. Ja, ja, Alter. Vierter, Alter. Ich glaube, die Nachbarn werden gleich hier irgendwie auf uns. Na egal. Alter, Vierter. Aber man muss schon sagen, das ist sehr adrenalinlastig. Und zwar sehr, sehr adrenalinlastig. Aber, man muss schon auch sagen, man muss auch sagen, bisschen Erfahrung und man schafft das schon, oder? Ja, sag doch mal was. Ja, natürlich, mit ein bisschen Erfahrung. Erfahrung ist alles, also man schafft es, also man kann es schaffen, ihr habt es gesehen. Und warum hast du gerade nichts gesagt? Ja, nee, ich du warst sprachlos. Ja, ich war sprachlos von deinem unglaublichen Skill, den ich da sehen durfte. So, jetzt geht's weiter. Bitte warten. So, 3 Sekunden und... Wir haben übrigens einen Zuschauer oben links. Ja, der Zuschauer ist weg. Warum wohl? Hey, ich bin nicht der Einzige, der da gefailt hat. Aber ich glaube, ich vermesse mich so allmählich. Das vorhin war vielleicht ein bisschen Glück, was da eingespielt hat. Ach, scheiße. Hä? Warum bist du mir gerade entgegengefahren? Ich kapier's nicht. Oh. Die Strecke ist verbunden zu. Ach so, links. Ja. Die. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte sagen, die Strecke ist verbunden zu. Dachte ich, aber ich habe nicht gesehen, dass der Typ da falsch war. Ich hoffe, ich schaffe erstmal eine Zeit und dann, ja, schauen wir mal, was wir weiter. Hat einer schon eine Zeit? Nee, ne? Ja, Rickard, der Holländer, glaube ich. Hä? Steht das nicht rechts immer? Ja, das braucht man ein bisschen knapp, denn da steht's. Hallo! Nein! Oh, Junge! Das ist alles wegen dir wieder! Ja, wegen mir, ne? Jetzt hier. Ja. Das ist alles auf mich schieben. Ja, Junge. Du sollst nicht über der Tastatur rumfuchteln. Man hört dich gar nicht. Man hört dich gar nicht. Nein, egal. So, Nadeo, diesmal zeige ich es dir. Track Karma. Oh! Ich sollte lieber auf den Bildschirm schauen. Ja. So, bei so kann ich aber erzählen, ich hoffe, das gefällt euch hier, das Projekt. Oder sagen wir mal, diese paar Folgen hier, die wir von diesem Teil hier hochladen werden. Beziehungsweise ich. Ja. Diese 170 Folgen, 170 Videos auf unserem Kanal, die wurden nicht von selbst hochgeladen. Hust.
Stöhn. Nee, stöhn. Ich meine, seufzt. Stöhn. Ja. Nein, nur. Oh. Also vorher hatte ich echt Pech gehabt, aber diesmal geht's ja. So einigermaßen. Wie sehe ich eigentlich zeitmäßig aus, Fabi? Oh, bin ich? Wie viel da? Du bist jetzt Zweiter. Siehst du? Lol. Gut. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal erst. Obwohl, dass ich überhaupt Zweiter geworden bin, ist glaube ich wunderbar. Ich glaube, dass ich daran, dass die anderen noch keine Zeit haben. So. Und ich sehe gerade oben links, 49 Sekunden ist glaube ich, ist der Weltrekord oder so? Nein, nicht Weltrekord, Serverrekord. Die Weltrekorde werden nicht angezeigt. Ach so. Ja. Wo kann man denn eigentlich seine Welten irgendwie hochladen oder sowas? Tut mir leid, ich hab's noch nie gemacht, kann ich euch nicht sagen. Ach so, okay. Ich weiß gar nicht, ob man dich hört. Wenn auch nicht, ist auch egal, dann rede ich einfach mit mir selber. Was ja nichts Neues ist. So. Kommt diese Bewegungsunschärfe ist doch gewollt, oder? Jo, ist eingestellt. Oh. Nein. So, wir sind zwischenzeitlich jetzt auf dem vierten Platz. Ob wir 30 Sekunden ob wir 30 Sekunden schaffen, weiß ich nicht. Vielleicht können wir uns ein bisschen verbessern, um die Zeit zu halten. Meine eine Minute dauert eine Runde. Wir könnten nur jetzt theoretisch, wenn wir keinen Fehler machen, 4 Runden schaffen noch. Ja, das müsste eigentlich nicht zu schaffen sein. Oder auch nicht. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach, die ganze Zeit so hoch konzentriert zu bleiben und dann auch noch zu kommentieren. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich so wenig Trackmania-Sachen auf YouTube. Beziehungsweise ich habe noch gar nicht so viele Sachen von Trackmania gesehen auf YouTube. Nun ja. Und ich glaube, heute nehmen wir noch ein bisschen mehr auf, oder Fabi? Ja, wenn ich irgendwie aufhöre. Ja, wenn wir gerade schon mal bei dir sind, da können wir ja mal deine Spielesammlung gerade schamlos missbrauchen. Hust, Hust, Roffel, LOL, was weiß ich. Toll. Vorherige Zeit 1:02:36. Beste Zeit 1:02:36. Und es ist gerade 15:16 Uhr. Ja, oder? So. Ich muss aber schon sagen, das suchtet, ey, das macht echt voll Spaß. Aber ich frage mich, ob das so ein langfristiger Spielspaß ist. Ja, sag mal, kann man das denn eigentlich auch so mit Freunden spielen, ja, oder? Ja, natürlich. Du kannst hier verschiedenen Leuten eine Freundesanfrage senden und ihr sucht einen von Server. Okay. Und da geht ihr halt drauf und zocken. Okay. Kann man eigentlich mit Nitrado Server hosten? Bestimmt, oder? Geht bestimmt, aber wieso? Es gibt doch genug. Ja, ist recht. Aber einen Minecraft-Server, den werden wir uns wahrscheinlich bald wieder, also für uns privat, mieten. Vielleicht machen wir sogar ein Tutorial davon. Das bringt mich gerade auf gute Ideen. Oh ja, klickgeil. Klickgeil, Klicksoup. Was habe ich gesagt? Nein. Ich finde eigentlich Klicksoup ist eigentlich ganz in Ordnung. Also, egal, vergiss es. So. Naja, wer klickgeil ist, ich glaube, dazu muss ich euch nichts erzählen. Ich sag einfach nur Tutorials und her. Der Fabian versteht's nicht. Also der fängt mit H an und hört mit L auf. Ey, Alter, haben wir unsere beste Alter. Herr Tutorial. Alter, Herr Tutorial. Ja, jetzt hat er es kapiert. Nee, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwie aufgebracht rede, dann mache ich mir die ganze Zeit Fehler, Alter. Jedenfalls hatte ich mal ein Video von Videoamt gesehen. Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ja, Alter, was ist das? Junge, lebst du hinter einem YouTube-Mond oder was? Ja, jetzt, Alter. Jetzt lacht er. Jetzt grinst er auch noch. Ja, jetzt lacht er noch mehr. Gleich mal wieder ein Fehler wegen ihm. Oder auch nicht. Auf jeden Fall hatte mal Videoabend so ein Video gemacht, witzig. Und dann,
Jedenfalls hat er dann da gezeigt, dass... Immer wenn man aufklären möchte, passiert sowas. Egal, da hat er jedenfalls sowas gezeigt, dass Herr Tutorial so ein Video hat. Ich weiß jetzt nicht mehr welches Video, jedenfalls aktualisiert er immer in kurzen Intervallen den Videotitel und die Tags nach aktuellen Musiktiteln. Und zwar, als ich das geguckt hatte, stand da drauf, Justin Bieber, schwul, was weiß ich, okay. Warum mache ich eigentlich diese ganzen Sachen mal? Egal. Das bringt nur dazu, dass ich Fehler mache, aber egal. Nebenbei bin ich auch noch sehr erstaunt, dass ich gerade... Ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht mehr, nur einen neuen Anfang, oder? Ich habe mich schon gefragt, wofür diese Taste gut war. Also, ja. Das ist mein Hub, um genauer zu sein. Warte, welche Taste war das nochmal? Start. Auf dem Gamepad. Ja, die da. Der Junge, ich hab das Gamepad noch nie da gehabt. Ja, steht aber drüber. Ja, toll. So, wir sind diesmal 6. von 12 Gewerten, oder? Ja, das ist eigentlich, das lässt sich eigentlich sehen. Und ich glaube, das war's auch diesmal schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritiken, Bewertungen, Kommentare, alles in die Kommentare. Kommentare in die Kommentare. Ja, ist irgendwie logisch. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und wir machen, glaube ich, auch sofort in dieser Folge weiter. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!